Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ja, Bausimulator, ne? Wir sind hier voll zu Gange. Unser aktueller Auftrag ist ja hier entsprechend der Abschnitt. Da sind wir noch dabei. Vorher werden wir aber erstmal noch für unseren Helfer einen Auftrag organisieren. Dann nehmen wir am besten was Schönes, dickes, fettes, großes. Wow, 237.000, das ist cool. Das, nehmen wir mal an. Das möchte dann doch bitte mal der Vorarbeiter übernehmen. Der kann da ein bisschen was machen. Doof ist, auch dieser Bagger resettet sich wieder, hat aber auch einen kleinen Vorteil, denn mit dem habe ich auch gleich noch was vor, bevor es hier weitergeht. So, also wir gucken erstmal schnell in die aktiven Aufgaben. Hier haben wir den Großauftrag. Jawohl, das möchte doch bitte mal hier der Helfer erledigen. 14 Minuten bringt 84.000 Euro. Das dauert ein bisschen. So, und ihr habt viel geschrieben. Unter anderem natürlich auch wieder mein lieber Mekwuragu. Da nochmal vielen Dank dafür. Denn das Problem ist, ich bin ja immer so ein bisschen mit dem Bagger gesprungen. Das fandet ihr jetzt nicht ganz so prickelnd. Also werden wir mal zum Fahrzeughändler gehen in der Stadt. Mal gucken, wo ist er? Da ist er, da ist er. So, was? Nein, halt. Nein, ich will doch nicht das... Oder wollen wir das Fahrzeug dahin liefern lassen? Nein, ist ja Unsinn. Also, wir steigen aus so und gehen jetzt zum Fahrzeughändler. Ich fahre lieber für 17 Euro mit dem Taxi, als für 1000 Euro den Bagger dahin fahren zu lassen. So, und wir gucken uns das jetzt mal an, denn wir brauchen ja noch ein bisschen was. Und zwar sagte der Mekwuragu, wir sollen mal gucken nach einem kleinen Muldenkipper. Jawohl, das sieht gut aus. Der hat nämlich hier entsprechend auch ein bisschen Platz für alles Mögliche. 440 PS, 6 Zylinder, das ist ein Motor nach meinem Geschmack. So, außerdem müssen wir noch was einkaufen, nämlich einen Tieflader. Da müssen wir jetzt mal gucken. Also wir können hier einmal die Zugmaschine kaufen, das ist klar, die brauchen wir sowieso. Und dann brauchen wir natürlich auch noch einen passenden Hänger, damit wir nämlich unseren Kran transportieren können. Und zwar brauchen wir da den Tiefladeranhänger, ne? 35 Tonnen, das sollte also für unseren Kran ausreichen. So, jetzt haben wir erstmal dick eingekauft und das will ich mir auch mal anschauen. Wow, das sind Fahrzeuge, ne, Freunde. Hier haben wir also jetzt den Muldenkipper, das ist, denke ich mal, ganz cool für die Erde. Und hier haben wir unseren Schwerlasttransporter, den brauchen wir natürlich auch hier jetzt so, damit wir unseren Kran transportieren können, denn ihr fandet es nicht wirklich gut, dass ich im Prinzip jedes Mal hier mit dem Bagger einfach nur von A nach B gesprungen bin. Ich glaube, ihr wollt auch einfach nur sehen, wie ich jetzt hier mit dem großen Tieflader versage. Aber den Spaß, den gönne ich euch und ich möchte es ja auch selbst entsprechend hier noch weiterführen. Wir wollen größere Maschinen haben. Jetzt haben wir hier mal die richtig große Liga der Maschinen und da werden wir jetzt mal schauen, dass wir den hier erstmal ankuppeln. So. Gucken, dass wir hier einigermaßen sauber rankommen. Das sieht gut aus. Okay, zum Ankuppeln bitte die Taste C drücken. Okay. Er musste nur kurz nachladen. Apropos nachladen, es kam ein Update von Steam. Und bei diesem Update wurden die Ladezeiten verbessert. Ich bin mal gespannt. So, jetzt gucken wir aber erstmal, was kann denn der alles? Müssen wir hier ein Stückchen hoch. So, dann sehe ich auch alles. Okay, also damit können wir die Stützfüße hoch und runter machen. Wie kann ich jetzt da hinten die Rampe runterfahren? Das steht leider nicht erklärt. Ach doch, da hinten Left, Shift und Pfeil. Alles klar. Das müssen wir ja auch dann wissen. Und damit fahren wir jetzt aber erstmal zu unserem Firmengelände. Und zwar müssen wir zum Firmengelände in der Stadt runterfahren. Jetzt müssen wir gerade gucken, wo wir da genau sind. Hier ist unser Firmengelände. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Denn wir müssen ja unseren Bagger aufladen. Wir haben ja noch ein bisschen was zu erledigen. Stützfüße müssen eingefahren sein. Oh, die habe ich vergessen. Entschuldige dafür. So. Das klappt irgendwie nicht. Geht das hier nicht mit... Ach, mit Left, Shift, Q und E. Okidoki. Ich war nur mit Q und E, aber das waren ja die Stützen bei dem Kran. Also Pritschenwagen mit Kran. So, jetzt können wir losfahren. Hoffe ich doch mal. Jawohl. So, und jetzt heißt es natürlich ganz anders hier planen, auch von der Fahrt her, weil das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Fahrgefühl. Ich bin mal gespannt, wie ich mich jetzt hier anstelle. Ja, so, also hier auf den Strecken ist ja kein Problem, aber bei den Kurven wird das jetzt richtig, richtig was Neues. So, hier müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Also, wir müssen ganz anders ausholen. Denn der ist natürlich deutlich größer. Ich kann jetzt hier nicht einfach sagen, okay, ich fahre um die Ecke, das ist ganz schlecht. Ja, also, wow. Der Junge ist echt eine Nummer größer.
Oh, das wird eine interessante Fahrt. Jetzt weiß ich, warum der Mekurago sagte, er reibt sich die Hände so auf die Art, er freut sich schon drauf, wenn ich das Ding fahre hier. Weil das wird wirklich heftig. So, bis jetzt klappt es ja eigentlich ganz cool. Muss natürlich immer gucken. Oh, wir müssen natürlich jetzt auch gleich abbiegen hier wieder. So, und ich muss mich erst wieder ein bisschen hier an die Lenkung gewöhnen. So, Ampel rot. Dann warten wir eine Sekunde. Aber wir müssen natürlich hier auch ganz anders ausholen. Wow, das wird jetzt echt eng hier. Ich fahre schon mal los, weil noch ist es gelb gewesen. So, jetzt können wir mal gucken. Hier ist ein Fußgänger. Und jetzt alle hier rüber. Das ist ja wieder mal typisch. So, dann können wir nach dem aber rüber. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier überhaupt bei dem Auto rumkommen. Oh, das sieht aber ganz okay aus. Ja, ich glaube, so kommen wir da einigermaßen hin. Der bleibt mal so halb auf der Straße stehen. Okidoki. So, die erste Kurve haben wir genommen. Ja, wunderbar. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das beim schnelleren Fahren wird. Ich glaube, das ist dann auch ein bisschen schwieriger. So, hier müssen wir aber trotzdem erstmal auf unserer Fahrspur bleiben, weil ansonsten kriegen wir da gleich den nächsten Crash. So, hier müssen wir jetzt anhalten, weil wir müssen ja auch gucken, jetzt ob genug Platz da ist, weil ansonsten kommen wir da gar nicht rum. Oh, ich denke mal, jetzt haben wir genug Platz. Der fährt einfach durch. Hallo? Das war. Ah, der hat aber jetzt wirklich keine Vorfahrt gehabt, ne, Freunde? Also nicht böse sein, aber laut meinen Verkehrsregeln, die ich noch im Kopf habe, ist das jetzt falsch gewesen von dem Jungen. Naja, gut, okay. Also, wir fahren jetzt erstmal, wie gesagt, zum Firmengelände runter. Der Helfer macht hier auf alle Fälle, beziehungsweise Vorarbeiter, kümmert sich ja bereits schon um den zweiten Auftrag. Da kommt wenigstens wieder gutes Geld rein. Das ist auch schon mal ganz wichtig. Denn, ja, die Geräte kosten natürlich richtig Asche, ne? So, das sieht soweit ganz okay aus. Das kleine Tick mal rüberlenken. Ich glaube, so kommen wir der Sache näher. So, gucken wegen der Geschwindigkeit. Und da vorne ist schon wieder rot. Aber das macht nichts. Wir müssen ja sowieso hier nebenaus abbiegen. So, hier also ein bisschen weiter ausschwenken. Damit wir hier sauber um die Kurve kommen. Ansonsten haben wir dann ein Problem. So, Dele. Ich glaube, ich komme mit dem schon fast etwas besser zurecht als mit den kleinen. Aber irgendwie denke ich mal, kriegen wir das hin. Ja, schreibt mal die Profis unter euch rein, ob ich das so mit dem Einlenken und den Kurvenfahren einigermaßen vernünftig mache. Muss sagen, ich fahre jetzt gerade zum ersten Mal so ein Riesenteil in so einer Simulation. Ist also auch für mich totales Neuland. Von daher lasse ich mich mal überraschen, was ihr das dazu sagt. So, und das ist echt immer noch das Problem mit meiner Tastatur. Ja, da muss ich echt jetzt mal langsam gucken. Mal schauen, ich hoffe, dass ich die Woche da drankomme, dass ich da mal was Neues organisiere oder mal eine zum Test dranhängen, eine andere. Einfach nur mal, um zu sehen, ob die Steuerung dann etwas angenehmer ist. So, da vorne ist schon wieder rot. Dann lassen wir den mal da ranrollen. Und wenn wir am Firmengelände sind, laden wir dann erstmal den großen Bagger auf, weil ich glaube, damit haben wir dann dementsprechend auch das adäquate Fahrzeug dafür. Weil dauernd rumspringen möchte ich natürlich auch nicht. Das war jetzt im Prinzip, ja, sagen wir mal, nur so am Anfang gewesen. So, und da vorne hätte ich jetzt abbiegen müssen. Aber ich glaube, das kriege ich hier auch noch hin. Hier kann ich ja auch links abbiegen. So, hier darf ich natürlich nicht reinfahren. So, da an der Ampel kann ich dann links rum. Geht ja zum Glück dann auch. Bin ich gerade eben an der Strecke vorbei, aber ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so tragisch. So, Dele. Ja, und dann geht es um noch was mit Muldenkipper. Da soll man dann auch ein bisschen aktiv werden. Ich denke mal, das hängt dann auch mit dieser Sache mit der Erde zusammen. Also da müssen wir auch mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie viel Erde der fasst. Stand jetzt ja leider in den Daten so nicht dabei. So. Oh, ich habe das sogar geschafft, ohne die andere Fahrbahn einigermaßen zu schneiden. Ha, also so langsam, glaube ich, kriege ich da echt ein bisschen Feeling für. Auch das mit dem Gegenlenken habe ich jetzt so langsam verstanden. So, und hier geht es jetzt in eine kleine Straße. Das heißt, da kommt ja keiner. Da haben wir jetzt erstmal den Vorteil, wir können ein bisschen weiter ausholen. Denn das wird nicht ganz so einfach. Und der fährt auch einfach. Die fahren einfach durch hier. Also ich glaube, die haben die Verkehrsregeln abgeschafft. Auch nicht schlecht. So, können wir jetzt hier erstmal reinfahren. Ich glaube, wir sind jetzt auch bald dann schon da. Hoffe ich zumindest inständig. Weil die Fahrt ist, sagen wir mal, für Neulinge doch relativ, ja, anstrengend. Denn man muss sich doch auf viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Ihr merkt das wahrscheinlich auch, weil ich nicht wirklich viel erzähle.
Aber gut, ich möchte natürlich auch, dass wir das anständig hinkriegen. So, wo ist denn unser Firmengelände jetzt bitte? Jetzt muss ich mal ganz schnell was gucken. Firmengelände ist auf der linken Seite. Nicht, dass ich da irgendwas falsch mache. Ach, da links, ja, ich sehe es gerade. Da fiel es mir doch wie Schuppen aus den Haaren. So, jetzt muss ich aber hier gerade mal gucken. Da ist keine Einfahrt. Ich brauche eine große Einfahrt für mein Fahrzeug. Ob ich hier reinkomme oder ob ich hinten rum reinfahre. Aber ich glaube, hier könnte ich auch reinkommen. Das müsste gehen. Wenn wir hier mal vorsichtig einlenken. Oh, ist genug Platz. Sollte also hinhauen. Jawohl. Ha, passt ja richtig gut. Ne? Ha, hat der Olle Solaris das nicht den Umständen entsprechend gut gehandelt? Ich hoffe ja. So. Und beide Bagger stehen jetzt hier. Das heißt, wir können den eigentlich im Prinzip gerade hier so etwas längs stehen lassen. Dann können wir mit dem Bagger gleich da drauf fahren. Hoffe ich jetzt mal so zumindest. Das heißt, wir fahren als erstes mal die Stützen aus. Weil ich glaube, das ist sinnvoll, Stützen auszufahren. Und gleichzeitig werden wir hinten mal die Rampe runterlassen. Dann gucken wir mal, dass wir mit dem großen Bagger, mit dem Liebherr da drauf kommen. So, okay, dann steigen wir hier mal aus. Das sollte passen. Ja, Liebherr, wir kommen. Oh, ist ja ein 936. Ich glaube, ich hatte aus Versehen geschrieben 933. Wäre natürlich nicht so gut. So, dann kurz in den Baumodus. Halt, das war die falsche. Damit wollte ich hoch, damit wir da keinen Mist bauen. So, dann wieder in den Fahrmodus und ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir hier drauf kommen. So, ist natürlich auch interessant jetzt mit dem, mit Gewicht dann zu fahren, mit dem Sattel. Also ich glaube, das wird nochmal richtig übel. Ich frage mich nur, ob wir da mit den schmalen Rampen überhaupt hinkommen, weil das sieht mir ein bisschen sehr schmal aus, Freunde. Oder täuscht das jetzt nur? Puh, das schaut wirklich schmal aus. Aber gleich werden wir es wissen. Oh, das ist wirklich eng. Das wird wirklich eng. Okay, fahren wir mal vorsichtig hoch. Gucken, sehe ich das aus der anderen Perspektive besser? Ach du Schande, da bin ich ja total nebendran. So, wow, das kommt mir echt sehr schmal vor. Da muss ich ja echt. Ach du Scheiße, da gibt es aber auch, glaube ich, nichts anderes. Also fahren wir mal hier. Halt, ein Stück darüber. Das ist wirklich ganz eng. Okay, soweit passt es im Moment. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind drauf. Ich gucke mal gerade von außen. Actionkamera ist toll. Freie Kamera ist mir lieber. Jawohl. Jetzt müssen wir nur schauen. Oh, der ist echt breit. Gut, zum Glück hat er da diese Verbreiterung drauf. Wow. Also das ist wirklich heftig. Extremst heftig. So, wie sieht es von vorne aus? Ich glaube, so können wir ihn stehen lassen. Ich glaube nur, wir sollten dann doch gucken, dass wir das Ganze hier noch ein bisschen absenken, damit er nicht zu weit nach oben scheint, rausguckt. So, dann steigen wir hier mal aus. So, jetzt können wir mal gucken, kann man den auch gleich befestigen hier? Das müssen wir ja garantiert auch machen. Genau, Ladung befestigen. So, der ist richtig schön mit Ketten gesichert, alles klar. Damit haben wir den schon mal drauf. Dann steigen wir hier einmal ein, fahren natürlich gleich die Rampe wieder hoch. Und ich bin mal gespannt, ob ich damit jetzt einigermaßen sinnvoll auch, ja, dann fahren kann. Wir müssen damit nämlich jetzt zur Baustelle und ihr seht schon, fast eine Folge rum. Und das ist dann auch schon wieder prädestiniert dafür, dass man eigentlich mehrere Folgen am Stück aufnimmt, weil das Problem ist nämlich, ansonsten ist der Bagger wieder resettet und das ist dann nicht wirklich gut. So, wir müssen zu unserer Baustelle. So, mal gerade gucken, wo sind jetzt hier die Baustellen? Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Hier oben haben wir eine Baustelle. Ist das die? Ich glaube, da müssen wir hin. Genau. Oder haben wir da noch eine Baustelle? Oder müssen wir zu der Baustelle? Das sieht man jetzt hiervon gar nicht. Das ist natürlich blöd. Dann fahren wir erstmal zu der Baustelle. Ich glaube, das könnte hinkommen. So, und ja, mal schauen, wie er sich vom Handling verhält. Aber das sieht gut aus. Okay.
Ja, dann bleibe ich aber hier trotzdem mal stehen. Ich speichere jetzt auch extra nicht ab, mache gleich noch eine Folge hinten dran, damit wir das Fahrzeug zumindest dahin gefahren kriegen. Ich hoffe, dass das dann so funktioniert, weil wenn das wirklich sich bei jedem Resetten wieder dann da runterfährt, wäre das saumäßig doof auf Deutsch gesagt, denn sonst müssten wir jedes Mal wieder neu das Fahrzeug erst hinbringen. Ich hoffe, ihr habt dann Verständnis, falls das so kommen sollte. Ich kann ja nicht immer 8 Folgen oder 5 Folgen am Stück aufnehmen, dass ich dann notfalls das Fahrzeug auf die Schnelle einfach dorthin bringe. Also ich möchte schon fahren, aber wenn die sich nach jedem Speichern wieder resetten, wäre das ungünstig. Das beobachten wir mal und in diesem Sinn sage ich für heute aber erstmal danke fürs Zuschauen. Bis morgen, Servus und Tschüss.